der Stelle machen wir schon mal mit dem Tank weiter. Den habe ich jetzt einmal entfettet von innen mit Aceton. Hier oben habe ich vorher noch mal die Kopflehne in Anführungszeichen vom Beifahrersitz angeschweißt. Wenn nachher die Beschichtung drin ist, dann ist natürlich schlecht zu schweißen. So, ich habe mir mal hier sowas besorgt aus dem Fachhandel. Ja, die sagen in der Bedienungsanleitung, dass man zuerst jetzt nach diesem Entfetten, was ich jetzt mit Aceton gemacht habe, diesen Rostumwandler einführen soll. Ein Teil Rostumwandler, 60 Teile Wasser. Und das Ganze dann also ein, zwei Tage drin wirken lassen. Jetzt habe ich da so einen circa 80 Liter Tank. Da kommen wir natürlich mit einem Liter zu 60 Litern nicht ganz hin. Ich denke mal, gut, hier sind natürlich auch nochmal 250 Milliliter. Ich denke mal, das sollte funktionieren. Zu viel Rost war da nicht drin. Ich habe den ja vorher ordentlich sauber gemacht. Im Grunde war der vorher auch schon entfettet. Deshalb, wir geben jetzt einfach mal alles da rein. Lassen das ein paar Tage ziehen. Und dann sehen wir weiter. Dazu habe ich jetzt unten die Abläufe, die Stopfen, einmal mit den Sprit oder mit den Kraftstoffhähnen zugemacht. Da habe ich dann als Abdichtung einfach ein bisschen Gummischlauch drüber. Das wird schon dicht, also jetzt gerade mit Wasser hat es gut funktioniert mit der Acetongeschichte. Hier den Rücklauf, den habe ich einfach einen Schmiernippel, der passte da ganz gut rein. Ja, wollen wir mal sehen. Ich fange einfach mal an. So, mein Tank steht weiter und entrostet sich selber vor sich hin. Ich glaube, ich lasse ihn auch noch so ein, zwei Tage mal stehen. Denn ist erschreckend. Ich habe den relativ sauber gemacht und da kommt doch immer noch Rost raus. Ja, da sammelt sich alles hier oben an der Oberfläche. Ich versuche das gleich mal mit dem Handy zu fotografieren oder ein Video zu machen, wo man es ein bisschen besser als die GoPro darstellen kann. Währenddessen mache ich meine Achsteile weiter sauber. Da sieht man dann immer, wo der Hochdruckreiniger nicht hingekommen ist. So, jetzt läuft natürlich im Hintergrund Radio. Kann ich nichts gegen tun. Aber vielleicht kriegt man dieses kaputte Lager, das Geräusch mal so ein bisschen. Also schon sehr extrem. Ich baue das mal aus, weil hier ist auch wieder so eine Wahnsinnsdichtung drin. Und dann sehen wir weiter.
So, Lager ist runter. Ob man das so einigermaßen sieht. Ja, ist auf jeden Fall 2 mm Luft. Und hier ist wieder diese wunderbare Innenabdichtung. Also hier für den neuen Dichtring habe ich dann extra wieder Speedy Sleeve bestellt. Das kriegen wir auch dicht, hundertprozentig. Und jetzt zecken wir uns das Ganze mal hier raus. Eine Variante. Diesmal keine Silofolie, sondern Netz vom Rundballen. Gepaart mit Dichtlippe. Ja, schön. Ein Traum. Weiter geht's mit unserem Tank. Ich habe den jetzt einmal gründlich mit Aceton gespült, wieder ausgekippt, wieder rein, wieder hin und her, gefiltert, sauber gemacht. Das ist jetzt soweit sauber und jetzt schlagen die vor, das mit dem Föhn bzw. mit Luft trocken zu pusten von innen, dass da eben keine Reste drin sind. Ich habe hier so eine Spezialluftdüse, die habe ich mir mal angefertigt, um Luftfilter von innen auszupusten oder zwischen Kühlern und so weiter. Das ist im Grunde einfach nur ein 6 mm Rohr mit Überwurf, Doppelnippel. Funktioniert ganz gut und vor allem kommt man hier ganz gut rein, um auch in den Ecken mal einmal trocken zu pusten. Das Ganze machen wir jetzt, bis dieser Acetondampf draußen ist. Das machen wir natürlich an der frischen Luft. Ja, und dann könnte man theoretisch mit den Beschichten anfangen. Also dann nochmal zu dem Föhn. Wirklich nur einen Haartrockner nehmen, denn ein Heißluftföhn, der kann tatsächlich viel zu heiß werden, dass sich die Acetondämpfe entzünden. Gut, danach ist der Tank definitiv sauber und trocken, aber vermutlich auch wieder undicht. Deshalb, ich habe es jetzt einfach mit Pressluft gemacht, aus dem Kompressor, kann nichts passieren. Ja, schaue jetzt nochmal mit dem Spiegel rein, ob die Ecken soweit trocken sind und dann könnte man beschichten. So, jetzt einmal alles gefüllt, geschwenkt, verteilt. Bin ich mal gespannt, wie das wird. Ich habe jetzt die Steigrohre hier für den Füllstandsanzeiger nochmal mit Luft durchgepustet, dass sich da nichts großartig absetzt und verstopft. Ja, jetzt schwenke ich den noch zweimal und dann kann man so in 12 bis 24 Stunden, so steht es geschrieben, die Restmenge nochmal, ich sag mal, als zweite Schicht auftragen. Ich habe jetzt die übrige Menge nochmal abgelassen, einmal ausgekippt. Und ja, ich denke mal, dass ich die dann morgen noch einmal reinkippen werde, das Ganze nochmal schwenken. Ja, dann sollte es eigentlich gut sein. Ich meine, dicht war ja so schon. Es geht ja jetzt nur um eine Konservierung.
dass da dauerhaft ein Schutz besteht. So, die erste Schicht ist soweit angehärtet, wie beschrieben. Und jetzt kommt dann mal der Rest rein. Also die zweite Schicht wird aufgetragen, also nochmal schwenken, dass sich alles gut verteilt und dann kann es aushärten.